Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Jules Story Nummer 3 gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ja klar, da war vor 5 Minuten, natürlich irre ich mich nicht. Ha! Und ja, wir machen jetzt die Charaktermission vom, wer auch immer da hinten auf uns wartet. Und es ist Musée. Oder? Jo. Warum hört die Musik hier auf? So, Musées Geschichte beginnen. Ist, glaube ich, die erste, ne? Musée, Kapitel 1, das Geisterradio. Why, whatever would you want to talk to me about, Luger? Keine Ahnung, warum ist deine Nase so rot? Ich dachte nur gerade, wie süß du aussiehst. Oh Gott. Bist du schon früher mit Jude und den anderen unterwegs gewesen? Weil Rechte ist irgendwas, was ich nicht fragen würde, deswegen lassen wir das. Außerdem habe ich schon Angst, dass die mich sowieso irgendwie anfällt. But do you still want to ask? I was deceiving Jude and his friends the whole time. I was planning to kill them, you see. Nett. Maybe I'll kill Al too. You don't fool me. It's true. What? Musée did indeed try to kill us all. Musée, there is one thing I need to know. Whatever is that? Warum ist deine Nase so rot? Return to the human realm. I don't know. How did you? The power to cut through space-time. I lost the blade, but its power was mine to begin with. If it's just me alone, I can still transport myself between the spirit and human realms. Hey, Luger! Hey, Balin, genau. Hello again, little lady. Still as little as ever, I see. Kids don't just grow up overnight. I thought scientists were supposed to be smart. Oh, not as smart as you, obviously. I'm just on my way back from the LaForte Research Center. One of the fellas there is researching communication between humans and spirits. You should go help him out if you get a chance. You're a spirit, right? Me? If his research pans out, humans and spirits would be able to communicate from their respective realms. I bet our buddy Jude would be pretty happy about that. Yes. Yes, indeed. Oh, mesmerized by my beauty, are you? Was? Very well. I'll help out. Really? Oh, that's great news. You're kind of intimidating, so I was afraid to ask. Now I'm glad I did. Go talk to Nigel at the LaForte Research Center. He'll get everything set up. Good luck. Fort Forschungszentrum, ach ja. Let's go see this Nigel. Oh? His research interests me. Then to the LaForte Research Center we go. Come along, everyone. Ja. Musée possesses the power to travel across space-time. She may well be the only spirit capable of crossing between human and spirit realms at will. Okay, man könnte sie auch gucken, ob Mila da ist. Also die echte Mila. Leia war, glaube ich, kurz davor noch Beziehungen mit mir aufzubauen und Elvin. Ich war irgendwie im Musée. Ich hätte vielleicht so Sachen sagen sollen, damit ich bei ihr Punkte landen kann, aber egal. So, ich habe die ganze Zeit die Frisur gehabt. So. Barrett. Wo ist ein Barrett? Leia. Leia, was soll denn das? Wird das Barrett abgenommen? Soll noch irgendjemand Weihnachtssachen an? Ja. Oh. Und jupp. Häselchen. Ach ja. Okay. So, Lafort Forschungszentrum. Das war doch in Dingens, ne? Wo ist es? Warum ist jetzt da auch eine Charaktermission auf einmal? Wo kommen die her auf? Ach.
Das ist Helioborg-Forschungszentrum. Wo ist das denn? Hier? Ja, wäre gut, wenn ich wüsste, wo das ist. Da, meine Güte. Ja, das ist doch das Ding. Ich wollte schon sagen, das kommt mir bekannt vor beim Fenmon, aber ich wollte jetzt kein Mist erzählen. Genau, das ist ja, wo alles begonnen hat. So, wenn jetzt da nicht eine Katze ist, ne? Warum? Genau, hier ist das, wo alles begonnen hat. Mehr oder weniger. Also back to the roots. Und hier sind keine Gegner, natürlich. Und jetzt alles erkundet, was? Warum? Egal. Gucken wir uns erstmal hier oben noch ein bisschen. Und wehe ist nix. Schon sagen wir mal, was ist du in der Katze? Nein. Dann raus hier. Da ist eine Katze. Nanali. Ist nicht auch eine so in irgendeinem anderen Tales aufs Spiel? Ich denke jetzt eine Katze geschickt, ja, ne? Ja. Ist immer noch das hier, was auch immer ich da noch nicht hab, suchen. So, was ist hier mit? Oh, eine Truhe, gut. Mysteriöse Perle, sehr schön. Gentlemen, tschüss. Alles klar, dann. Der Typ ist da, okay. Meine Nase juckt schon wieder. Sie juckt. Ich muss sie kratzen, ohne meine Hände zu benutzen. Oder meine Füße. Da. Ach da, okay. Blub. Okay, das war merkwürdig. Mach das nicht nochmal, Ludger. Meine Nase. Da oben? Obsidian. Eine Komponente für den Bau der Lanze von Cressing im Laford-Forschungszentrum. Okay. Ist nix, okay. Gehör ich den ganzen Weg, hallo? Ich speichere mal, vor die Zahl war. Wer weiß, naja, kommt Agria und wird uns kaputt hauen. Wann die sind irgendwie so plötzlich gestorben? Ich meine, im ersten Teil haben wir einfach gegen Presser und Agria gekämpft und dann, als sie verloren haben, sind sie auch untergefallen. Das fand ich irgendwie blöd, aber ein blöder Tod. Wingull haben wir ja vor dem letzten Kampf erledigt. Joe hat sich geopfert. Übrigens, Spoiler. Ja, die beiden sind einfach so verreckt, fand ich. Das fand ich irgendwie blöd. Pardon me. Where might I find Dr. Nigel? I'm not sure if I'm allowed to share that information. Maybe I could persuade you. And you know, I'm kind of in the middle of researching spirits myself. Well, if you tell me what I want to know, I'll let you research me as long as you want. What? Huh? Huh? Hey, Luger! I can't see! What's wrong? Not interested in a spirit's physical form? Moment mal, was machst du denn da, Muse? Muse ist so verflixt seltsam. Oh my, is this the sort of thing you like? You humans are daring. Not at all. This is just scientific curiosity. Was geschieht da alles jetzt? Then by all means, satisfy your curiosity. Habe ich sowas überhaupt noch hochladen? Hallo? Dr. Nigel has gone to Arkham Quag to perform some field work. Does Muse's behavior surprise? Ich werde einfach nicht ganz schlau aus hier. War sie schon immer so? No,
She's much easier to get along with now. Was bedeutet das denn schon wieder? Die Katze ist zurückgekehrt, sehr schön. Jawohl. So, jetzt gehen wir irgendwas. So, Ackland. Sumpf. Da war wir doch letztens. Was also? Ackland-Sumpf. Eingang von Fenmont Dein. Ja. Natürlich bist du genau da hinten. Dann rennen wir und rennen wir und ich renne, ne? Ja, Spannung. Epic Running of Ludgar. Was? Ja. Ja. Wenn ihr nicht weiter wisst, ja. Also wenn ich mal nicht weiter weiß, sage ich einfach immer ja. Dann ist alles geregelt. Müsst ihr auch mal versuchen. Freundschaften ja bei Zerbrechen habe ich nicht zu verantworten übrigens. Ach. Ach. So, dann würde ich aber auch sagen, ich wollte eigentlich heute nicht mehr noch diese Folge aufnehmen, aber jetzt ist sie da. Das ist die Folge, die niemals war. Sagen wir es so. Web. Okay. Was da? Upsala. Da ist er schon. Hätte ich ihn beinahe mal sehen. Na? Mach ich mal noch offscreen fertig, ne? Fuck ist das? So. Are you Nigel? The one and only. Why? What's with the getup? Oh, this. I'm trying to communicate with monsters. Looks cool, huh? Not at all. Well, yeah. I'm sure it gets the job done. Phelan asked me to help you with your research. Oh! Are you a spirit? Yes. Well, obviously. This is fantastic! And you're totally willing to cooperate? Are you sure? Is there some reason she shouldn't be? No, no, of course not. Forgive me. I'm just so thankful you're willing to cooperate with our research. I'll zip back to the Laforte Research Center and get everything ready. Come as soon as you can. Hi, what's up? Werde ich ihn halten? Nein. We're certainly getting our exercise today, Ja, da wollte ich gerade sagen. Die halbe Welt rennen wir hier. This Nigel fellow is an odd one. Don't worry, he's got nothing on you. Oh Mann. Was zum Teufel? Warte mal, Nigels Forschungslabor hätte ich gehen sollen. Ach, egal. Ja. Ich glaube, da ist richtig. So, weh, ich muss dann nochmal irgendwo hin. Da hat sie auch alternatives Flitzen. Irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung. Kann auch sein. Weil es hat, sobald das irgendjemand ausgerüstet hat, das hat dann. Nee, glaube ich nicht. Aber fliegen wir mal durch die Gegend. Sehr schön. Hier war doch richtig, ne? Jetzt kommt ein Bosskampf oder irgend so ein Dreck. Glaube ich irgendwie nicht. So, folgt der Mann mit
Wie heißen die Viecher nochmal? Kopf. The Spirit Chat Yakety's Trap 2000. A bracelet? Not just any bracelet. I made it so I could chat with monsters, but it picks up the voices of spirits instead. Is this safe? So it's busted. Hey, sometimes science is busted. You should remember that, young lady. He just got cool all of a sudden. What? So, am I supposed to wear it on my wrist? No, not you. It's meant for humans, not spirits. Oh, really? Well, then why am I even here? When we contact the spirit realm, we'll need you to explain to them what's going on. We wouldn't want to tick them off. Well, I guess that makes sense. Ich werde es tragen. An dir würde es besser aussehen, Gaius. Ja, komm, ich vertrage es. Ich auch. Für die Wissenschaft. Anything happening, Luger? Can you hear any spirit voices? Oh my, what's a girl to do? Mila will be so proud of me if this works. She'll absolutely love me. Was ist das? Whatever it takes to make you look up to me as your big sister. What did the spirit say? Ich habe etwas gehört, aber am besten lasse ich mich nicht anmerken. Ich schweige. Ja. Tu mal das, was er am besten kann. Oh, I was afraid of this. Honestly, it's just a prototype. It still needs a lot of tweaks. Then you won't be needing us anymore. Come on, let's head back. Wait, there's one thing I forgot to tell you. Why didn't you just tell us that in the first place? Sometimes. If you try to remove the Spirit Chat Yakety Strap 2000, you'll die. What? The bracelet will detach once the calculatrix run their course, so don't fuss with it. That's a nasty device to be stuck with. I'm terribly sorry, Luger. This predicament is all my fault, I'm afraid. Yank that little gizmo off and he dies? No way! Regardless of who's to blame, I think we can all agree to abandon this foolhardy idea. Das ist so geil. Ja. Oh mein Gott, was geht denn in dieses Kopf los? You have two cowlicks in the back of your head. I notice it every time I float over you. Was? Hör auf, bei mich rumzuschweben. Oh, sie hat jetzt vier. Was? Wie hat sie denn so vier auf einmal bekommen? Farbvariation. Wusch. Wow, sehr schön. Mal gucken. Wir werden ganz optional Zeug machen. Wer hat schon alles zutage kommen? Zutage kommen, was? Werde ich das irgendwann so einprogrammieren? So, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich hab den seine normale. Das ist so krank gewesen jetzt, ey. So. Mal kurz eine Übersicht über die ganzen Quests. Und vielleicht noch irgendeine erledigen. Spuren der Bruderschaft, Teil 2 zum Beispiel. Euer Playlist. Fuchs ist alles Halsband. Achso, ja. Das sieht sehr schwer aus. Oh, hab ich. Megatornado. Sehr schön. Ja, wenn ich jetzt mal andere abzeichnete, ne? Schrift der 6. Gehen wir mal. Ja, wo muss ich jetzt hin? Ort Spyros AG Eingang, okay. Was? Hab ich denn jetzt schon wieder angenommen? Ach ja, wir sollen hier nach Xandu gehen, um dann nach Spyros, zur Spyros AG, glaube ich. Folgen wir einfach das Ding, ja, da laufe ich auch ganz bestimmt hin.
Kolosseum könnte man natürlich auch mal irgendwann machen. Gar nicht wahr. So, na? Das Ding habe ich zufällig entdeckt, aber ich weiß nicht, was drin ist. Ihr könnt es gerne haben, wenn ihr wollt. Geil, danke. Das ging schnell. Jetzt müssen wir nur zur Spyros AG. Nein, ich muss doch dahin gehen, aber ich kriege ja wieder wahrscheinlich die Auswahl, ob ich weitermachen will in der Story oder nicht, ne? Ja, da hinten. Perfekt. Ist mir doch egal. Gut gemacht. Das sind also die Daten, die Judas hinterlassen hat. Wahrscheinlich sind es nur weitere belanglose Aufnahmen zu trivialen Dingen. Es könnten auch Protokolle über etwas interessant sein, wie zum Beispiel ihre letzte Leistungsvalierung. Das werden wir wohl gleich herausfinden, was? Bisher 33 Splitterdimensionen zerstört. Die Kraft des Chromats hat sich seltsamerweise im letzten Jahr überhaupt nicht gesteigert. Ist das wirklich das äußerste Limit meiner Kraft? Der Clan? Ach, wie ich ihn enttäuscht habe. Vor 15 Jahren hatte er der ehemalige Direktor Julius also 33 der Splitterdimensionen zerstört. 35 Splitterdimensionen zerstört. Ich hörte heute ein seltsames Gerücht von Rideau. Er war schon immer die Art von Mensch, die sich von Gerüchten und Unsinn mitreißen lässt. Aber dieses Mal könnte er tatsächlich an etwas dran sein, das eine genauere Untersuchung verdient hätte. So ein 38 Splitterdimensionen zerstört. Es hat sich herausgestellt, dass die Gerüchte über eine sogenannte Brücke waren. Claudias Taten allein sind schon Beweis genug dafür, um ihn zu beschützen. Es war ein Fehler, auch wenn es purer Zufall war, dass ich Claudia und die anderen fand. Es ist meine Schuld, dass Claudia starb. Claudia? 49 Splitterdimensionen zerstört. Ich verstehe nun genau, wo die Grenzen meiner Kraft liegen. Trotz aller Anstrengungen habe ich mein volles Potenzial noch nicht erreicht. Ich kann den vollen Chromats nicht aktivieren. Unter diesen Umständen sind Redo und ich für ihn nichts als Schachfiguren. Ich habe erkannt, dass es nur noch einen Ausweg gibt. Der Kresnik-Clan hat immer die eigene Familie benutzt, um seine Ziele zu erreichen. Und nun muss ich dasselbe tun. Es hat also doch gestimmt. Wovon redet er? Julius hat es euch nie erzählt, Ludger. Er benutzt eure Uhr, als wäre sie seine eigene, stimmt's? Eure Uhr ist der Schlüssel, um den Chromat zu aktivieren. Es ist ein einzigartiges Objekt, mit dem die Träger geboren wird. Julius steigerte seine Kraft, indem er euch Kraft entzog. Nein, es ist unmöglich. Großvater glaubte mir und willigte ein, das Familienbuch zu ändern und mir zu helfen. Jetzt gehört er mir. Vor mir liegt ein völlig neues Leben. Hört ihr das? Da habt ihr es, aus erster Hand. Er benutzt eure Uhr, um eure Kraft zu stehlen und 3/4 des Potenzials Chromats zu aktivieren. Aus dem gleichen Grund hat er vermutlich auch verhindern wollen, dass ihr in den Firma eintretet, damit sein Plan nicht aufgedeckt wird. Es tut mir leid, Ludger. Haha, da warst also ein verzweifelter Mann, was, Julius? Genau wie ich. Okay. Und ich muss halt nochmal abgeben. Okay. Schwertkämpfer, Augenklappe. Gucken wir uns alles irgendwann mal an. Keine Sorge. So. Ja, die muss ich dann auch wieder abgeben. Okay. Ja, noch irgendeine Mission. Irgendwo. Jude, Alvin und Ludger war doch irgendwas. So. Dann. Was haben wir noch hier? Schrift der 6. Order Palast Archiv 2. Machen wir das einfach. Ja, ich glaube, das ist falsch, ne? Egal. Ne, ist richtig. Allgemein. Ungefähr. Muss mal im Order Palast uns ein bisschen umschauen. Ah, sehr schön. Ja, und hier ist die Musik schon wieder weg. Ich war dabei im ersten Teil aber auch so. Okay.
Mal gucken, ob hier eine Katze irgendwo ist. Nö, okay. Hier können wir uns ja wohl auch umschauen jetzt, ne? Ja. Ist er hier irgendwo, ne? Mila Maxwell heißt die nächste, okay. Wow. Habe ich mir voll hier den Cliffhanger gemacht. Suche die Schrift der 6 im Order Palace, okay. Suchen muss ich sie. Ihr könnt es wagen. Wahrscheinlich irgendwo ganz weit weg. Okay. Hier mal irgendwo so im Bücherregal. Würde für mich Sinn machen. So, noch so. Ein Soldat. Ich dachte, da wäre irgendwie so ein Typ mit so einer richtig krassen Frisur. Mhm. Dotanuki. Ja, super. Das ist die Waffe, die ich letztens mit viel Geld gekauft habe. Verdammter Dreck. Ich muss hier den ganzen Palast auf den Kopf stellen. Bis jetzt habe ich noch gar nichts gefunden. Vielleicht finde ich ja eine Katze. Mal gucken. Ich dachte, wir bekommen jetzt einfach nur eine Katze und fertig. Silberpanzer und Kampfpanzer. Ich glaube, ich hatte das besser ist, was wir jetzt haben, aber mal sehen. Ja, da habe ich alle fertig gemacht. Keine Ahnung. Sind da irgendwie Kindern so Geschichten? So, weiter nach oben, unten. Wahrscheinlich werden wir die Mission dann in der nächsten Folge abgeben. Zweite Etage, okay. Jetzt hier nach oben. Ja, stimmt. Stimmt, wir sind ja nach oben gegangen, als wir hier hingegangen sind im ersten Teil. So, hier muss ja irgendwo sein. Oder? Bis jetzt habe ich noch gar nichts irgendwie versteckt gefunden. So, was denn? Ich hier? Nein. Hier? Nein. 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 Okay. Habt ihr zwei verschiedene Farben, was zum Teufel? War nicht rot, Russia Girl und Joel war blau oder umgekehrt. Wop. Seerose, das ist nicht das, was ich haben wollte. Aber wird wahrscheinlich auch wichtig sein. Ne? Okay. So, das sieht auch gut aus wieder. Ich mal suchen. Da, nix, nix. Immer noch nichts, 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 nichts. Ja, nichts. Fang, eine Katze. Verdammt, ich wollte die Katze haben. Ihr Menschen habt wirklich alle möglichen Bücher. Warum hast du immer noch die Weihnachtsklamotten an? Das sieht aus wie die Geschichte der Landwirtschaft im Höhlenlagen. Es ist toll, wenn man sich einschlafen. Es ist toll, wenn man nicht einschlafen kann. Du solltest es dir ausleihen. Ich hab's gefunden. Die Schrift der 6. Was ist das? Die 6 sind die 6 Adelslinien von Russia Gold, die sich selbst die Nachkommen von Kresnik nennen. Ihre Geschichten werden in einen historischen Text überliefert, der als das Buch der 6 Herrscherhäuser bekannt ist. Angeblich ist der genaueste Bericht über die Spaltung zwischen Olympios und Riese Maxia. Genau, und diese Schrift hier bestätigt diese Information. Aber darin steht, dass alle Dokumente vor über 1000 Jahren verloren gingen und dass Historiker keine Berichte darüber hatten, was wirklich passiert ist. Natürlich nicht. Jeder, der solche Berichte besessen hätte, wäre sofort umgebracht worden. Durch mich übrigens. Genau. Origins Prüfung und das Schisma waren jedoch beide älter, oder? Etwa 2000 Jahre alt? Ja, aber Origins Prüfung kam zuerst. Der ursprüngliche Maxwell hatte dabei seine Hände mit im Spiel. Aber nachdem die Prüfung erdacht wurde, schuf Maxwell das Schisma und teilte die beiden Welten.
Infolgedessen wurden mehrere Wegweiser nach Kanan und Risa Maxia isoliert. Du glaubst, dass Maxwell Taten Origins Prüfung noch schwieriger gemacht haben? Ja, aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit das wirklich Absicht war. Um die Wegweiser zu halten, musste er zunächst die Splitterdimension finden, in der das Schisma nicht existiert. Aber das war nicht mehr notwendig, sobald Jude und seine Freunde das Schisma aufgehoben hatten. Nachdem Ludger mit dem Schlüssel von Kressnik aufgetaucht war, war alles vorhanden, was benötigt wurde, um Origins Prüfung zu bestehen. Ist das alles nur ein Zufall? Warte mal, ich habe etwas gefunden. Lies mal vor. Das Buch Alpha, der Erbe des Testaments. Wir, die wir Maxwell, den Herrn der Geister folgen, sind die wahren Erben von Kressnik. Wir werden weder dem Fluch von Zeit und Raum zum Opfer fallen, noch unterliegen wir nichtssagenden Gesetzen. Unsere Seelen sind unsterblich, die Elemente verwandeln sich zurück in ihre wahre Form. Der Zyklus ist ewig und kann nicht rückgängig gemacht werden. Das wahre Paradies ist überall unter dem Himmel, auf Erden und im Universum. Was soll dieses Kauderwelsch bedeuten? Es ist eine Erklärung, in der die Prüfung Origins von denen, die Maxwell in Riese Maxia eingesperrt hat, abgelehnt wird. Zumindest nehme ich das an. Bedeutet das, dass Origins Prüfung in Riese Maxia keine Geltung hat? Ich nehme an, so ist es. Ursprünglich hing der Kreislauf der Seelen in Zeit und Raum von Origins im Land Kanem ab. Aber in Riese Maxia kümmerte sich Maxwell selbst um den Kreislauf. Warum bewegt sie sich so langsam? Natürlich, deshalb ist es ihnen auch gleichgültig, was woanders geschieht. Ein niemals endendes, sich ewig wiederholendes Paradies. Anscheinend, oder zumindest theoretisch. Aber diese Riese Maxianer und die Olympionen unterscheiden sich nicht voneinander. Es bewirkt nichts Gutes, wenn eine Gruppe denkt, sie sei etwas Besonderes und eine andere Gruppe völlig ignoriert. Jude, ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass du das Schisma aufgehoben und Ludger getroffen hast. Da stimme ich dir zu. Das alles ist Teil eines Plans, den die Menschen und Geister in Gang gesetzt haben, um ein wahres Paradies zu erschaffen. Dessen bin ich mir ganz sicher. Wie auch immer, dieses Buch sieht ziemlich mitgenommen aus. Fast so, als hätte eine Katze es als Kratzbaum benutzt. Nun, der Kunde hat nichts davon gesagt, dass er sich in einem guten Zustand befinden muss. Melden wir uns bei der Agentur zurück. Wir haben, wonach wir gesucht haben. Mein Mangel an Begeisterung könnte noch das Ende der Welt heraufbeschworen, weißt du? Da könntest du recht haben. Ich muss daran arbeiten, meinen Enthusiasmus zeigen. Okay, da war ja auch eine Katze, ist ja klar, das vollkommen im Eimer ist. Kiel. So, Katze. Verdammt. Dauert zu lange. Okay, ich werde wahrscheinlich sowieso nicht eine. Okay, da ist keine Katze, dann werde ich auf Screen irgendwie so einstecken. Gehe meine Amel neu den Auftrag ab. Und dann haben wir wieder genug für heute getan. Bams. Fähigkeitenbuch erwachen. Für Ludger, glaube ich. Einbruch. Fertigkeit Einbruch, okay. What the heck ist dies? Verlängert die Verwandlungsdauer maximal 10 Sekunden. Was? Okay. Ist aber richtig geil. Okay, das heißt, wir haben hier eine halbe Stunde lang irgendwas gemacht und ich beende jetzt hier im Part und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir höchstwahrscheinlich mit der Story weitermachen werden. Ja, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!